kleine Begebenheit schildern, die in diesem Sommer passiert ist. Ich interessiere mich sehr für die Dörfer, die Märkte, die Städte Südmeers. Da ich eben väterlicherseits ein Südmeerer bin. Und so versuche ich mit Hilfe des neuen Mediums, des Internets, auch an Bilder zu kommen, die es von diesen Dörfern und Städten gibt. Und natürlich, was mich noch mehr interessiert, ist meine geistige Heimat, die hüben und drüben gleich viel da ist, nämlich der Orden des heiligen Norbert, die Prämonstratenser. Und da habe ich so eben ein Dorf entdeckt. Ich schaue mir die Kapelle an, die frisch hergerichtet ist, und auf einmal scheint eindeutig das Wappen eines Klosterbrucker Abtes auf. Also eine prämonstratensische Stätte, mitten in einem Dorf, ganz neben der Grenze hinbei, wie man bei uns sagt. Dann denke ich mir, eine gewöhnliche Dorfkapelle kann das nicht sein. Und dann kriege ich heraus, ein Klosterbrucker Abt hat um 1700 dort eine Kapelle erbauen lassen, zur Ehre der schmerzhaften Gottesmutter. Und dann bin ich über die Homepage der dortigen Gemeinde, und genau, vielleicht kennen es manche, das Dorf heißt Baumöl. Baumöl gegenüber von Hardegg, bin ich hingekommen und sehe, wie prächtig diese Kapelle ist. Und als Gnadenbild eine schmerzhafte Madonna mit dem vom Kreuz abgenommenen Sohn Jesus Christus auf ihrem Schoß. Ein wunderbares Gnadenbild mit einer barocken Fresken-Galanterie, eben von einem Prämonstratenser Stift ausgestattet. Und mir ging es zu dieser Zeit ganz schlecht und ich suchte Hilfe. Für mich selber eine Fürsprache, eine Hilfe. Und ich hatte bis zum nächsten Vorgebet in meinem Stift nur mehr 1,5 Stunden Zeit. Ich bin vom Computer aufgesprungen, habe mich ins Auto gesetzt, bin über die Grenze gefahren vom Stift Gerasee und habe das einmal gesucht und habe es gefunden. Baumöl. Und dann stehe ich bewundert vor der Kapelle, ich bin meistens im Ortsgewand unterwegs, im Weißen. Und die ist natürlich zu, eine Dorfkapelle, zugesperrt. Aber ein Guckloch hat es gehabt, und da habe ich schon geschaut, da habe ich auch gemacht. Und auf einmal kommt ein betagter Herr, sieht mich, grüßt mich freundlich auf Tschechisch, ich grüße in Tschechisch zurück, wie es sich auch gehört. Und er dreht sich um, läuft weg, bringt mir den Schlüssel, sperrt mir die Kapelle auf. Und ich habe eine Viertelstunde Zeit zum Gebet. Und für mich war das einfach eine Fügung Gottes. Und ich möchte euch das jetzt, diese Geschichte als Einleitung mitgeben, die ihr vielleicht mit dem Gefühl das sehr gut nachvollziehen könnt, da jetzt über die Grenze die alte Heimat und eben so Gnadenorte aufzusuchen, wo die Pietà da ist, und in dieser Woche, wir kommen gerade aus der Woche, wo die Schmerzen Mariens gefeiert werden und wo wir Hilfe und Fürsprache erfahren dürfen und wo uns die Gottesmutter Maria in all ihrem Leid und vor allem ihr gekreuzigter und auferstandener Sohn Jesus Christus ganz nahe kommen. Und jede Pietà ist nichts anderes als ein Herz-Jesu-Bild. Das ist das eigentliche Herz-Jesu-Bild.
das gerade im Mittelalter dargestellt wurde und die Südmeerer, und verzeiht, wenn ich die Südmeerer jetzt an erste Stelle gebe, die ziehen auch immer wieder zu diesem Nachbild die Maria drei Eichen, wo die Herzenswunde Jesu hergezeigt wird. Als Katholiken feiern wir ja heuer das Jahr der Barmherzigkeit. Und von daher bekommt dieser Gottesdienst meiner Meinung nach heuer eine ganz besondere Note ab. Wo einerseits Sie als einstmals Vertriebene, Entwurzelte und Hinausgeschmissene, wo Sie nach dieser Barmherzigkeit bis heute Ausschau halten. Und ich, der ich von Kindheit an niemals vertrieben wurde aus Drosendorf und Umgebung, als ein Sünder, der genauso vor diesem Gnadenbild jetzt, und ich gehe wieder nach Baumöll zurück, stehe und es tut sich etwas auf. Es tut sich ein Geldbörsel auf. Es tut sich keine staatliche Struktur auf, sondern es tut sich das Herz Gottes auf. Das Herz Gottes in Jesus Christus, der, und bedenken wir es an einer anderen Stelle des Evangeliums, der auch Ähnliches erlitten hat. Da geht es den Weinberg, die schlechte Verwaltung des Weinbergs, und dann kommt der Winzer und er wird hinausgeschmissen. Ja, er wird sogar getötet in diesem Gleichnis. Auch der Tod war mit dabei im Jahr 1945. Ja, meine Lieben, wir stehen heute immer noch da, als diejenigen, die sagen, so etwas darf nicht mehr passieren. Und so etwas muss gut gemacht werden. Aber wir wissen, dass einzig und allein es Gott bewerkstelligen kann, diese Wunden endgültig zu heilen. Diese Wunden anzunehmen. Alles menschliche Tun dahingehend wird immer nur stückhaft bleiben. Wir halten das Gedächtnis hoch. Und ich spreche auch nicht nur von dem Europa, sondern ich spreche von Böhmen, ich spreche von Mähren, ich spreche von Waldfeld. Österreich, ich spreche von Schlesien, ich spreche Schlesisch, Mähren und all diesen Heimaten, die unverwechselbar sind, reich an Kultur und die einst so etwas bildeten wie ein Zahnrad, ein europäisches Zahnrad, das ineinander greift, der Austausch da war und wo Heimat möglich. Ja, wir fretten uns immer noch ab. Und ein Europa in diesen Zeiten frettet sich immer mehr ab, Heimat zu bieten, Heimat zu schaffen. Aber lassen wir das Evangelium die erste Stimme sein, die in der heutigen Geschichte das Sagen hat. Wir werden Wege, gottgefällige Wege in die Zukunft finden. Holen wir uns heute unter dem Kreuz Jesu Christi, das auch jetzt beim heiligen Messopfer wieder neu aufgerichtet wird, holen wir uns da bei Kraft. Nehmen wir die Gottesmutter von Baumöll oder von Maria Dreieichen zur Seite
dass sie uns wach macht, damit wir die Barmherzigkeit Gottes empfangen und damit wir vielleicht auch fähig sind, diese Barmherzigkeit ein kleines Stück weiterzuschicken. Abnehmer dafür gibt es sicherlich genug. Herr, steht uns bei. All ihr Heide, Böhmen, Mährens, Schlesiens, Niederösterreichs, bittet für uns.